Certainly got our work cut out for us. Believe me, I know. Einen wunderschönen guten Tag, ihr fantastischen und wunderschönen Menschen da draußen. Chris ist wieder da, wie ihr neben mir seht. Und wir sind zurück in Part Nummer 3 von Resident Evil 6. Oh, was? Ich kann dual-wielden? Seit wann kann ich das denn? Gibt so verschiedene Fire-Modi, je nach Waffe, und bei der ist es, glaube ich, dual-wielden. Hör mal, wir sind im dritten Part und das erfahre ich erst jetzt. Unfassbar. Okay, hallo. Im letzten Part sind wir durch dieses kleine Arschloch an der Decke durchgefallen und kümmern uns jetzt um die Kanalisation, die normalerweise in Horrorspielen erst Level 3 oder 4 ist. Aber ich finde es schön, dass wir das am Anfang wegkriegen. Und da ich vollkommener Überpro bin, habe ich mir natürlich gemerkt, wie die Steuerung war. Wow, das kann ich wirklich noch. Hi. ich muss weg. Nein, Helena, bah, du bist nicht Ada. Weg, weg, weg. Okay. Bist du bereit, richtig hier aufzuräumen? Let's get ready to rumble. Du, 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 du. Ich finde, wir sollten uns erstmal von unseren Sünden reinwaschen. Was hältst du davon? So ein schönes Bad. Ich kann mich nicht. Was? Ich kann ihn. Das ist ja. So. Okay, gut. Nachdem wir unseren üblichen Bullshit losgeworden sind, ich erinnere mich noch an die Kanalisation und ich habe gesehen, dass Wush ist das Spiel übrigens bei uns verfolgt. Von daher fühle ich mich gar nicht beobachtet. Die Resident Evil 6 Aristokratie schaut zu. Hat er kommentiert oder was? Ja, er hatte in Part 2 drunter geschrieben, dass ich mich ja sehr gut angestellt habe, als ich den Backflip gemacht und dann angegriffen wurde. Sehr gut. Ja, ich muss auch, also wie gesagt, alles cool. Wieso habe ich eigentlich so viele Kugeln? Warum bloß? Leon, Helena, we'll be out of contact when you're in there. I'll still be tracking your movements, but be careful. Ich habe Angst. Du musst vorgehen. Er hat nicht überfahren, ne? Ich okay, oh shit. Also ich weiß gerade aber auch nicht, welche Tasten da sind. Ich habe Angst. Wir könnten wirklich jetzt draufgehen, Mann. Wir werden noch draufgehen. Keine Ratten in meinem Untergewölbe. Das ist eine rattenfreie Zone. Ja, zeig's ihm. Er lebt schon hier im Untergrund, weißt du, keine Bleibe, muss hier schlafen, da kommen irgendwelche krass überbezahlten Government-Agenten und hauen ihm auch noch einen auf die Mütze, ey. Der arme Junge. Ich find's mal besser, dass wir Professional gespielt haben. Ich habe schon fast 200 Pistolenschüsse. Ja, ich habe 120 und überlege gerade, was der Button gewesen ist. Er war es nicht. Das ist er auch nicht. Dual-Wheelen ist Y, yeah. Oder Dreieck, je nachdem, was du benutzt. Ich überlege, welcher der für die, nein, never mind. Ich hab schon. Nein, das ist die falsche Last. Ich heile mich die ganze Zeit. Beautiful. Auch nur auf meinen Arsch zu gucken. Hallo, meine kleinen Gauner. So sehe ich übrigens auch aus, wenn ich morgens aus der Dusche krabbel. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall an Pascal, ne? Du hast mich in Resident Evil 6 trainiert, dadurch werde ich Andi jetzt durchziehen können. Absolut. Wow, wo kommst du denn her da unten? Ach, ist das schön, du wirst das auch noch überleben, wenn ich mal dem Tode nahe bin. Der Bildschirm. Oh. Kann man hier nicht mal in Ruhe was erzählen? Warum höre ich bei dir WhatsApp? Ich hau dich gleich. Ich hab kein WhatsApp an, bei mir. Oh shit, das Scheiß ist bei mir. Wenn ich Andi anmecker und Hauptsache, ich lieg da so, dann kamen auf einmal irgendwelche Buttons, die ich nicht gesehen habe, weil der Bildschirm rot am Flashen war und ich so, okay, we're gonna die now. Herzlich willkommen zu Profi spielen Professional. So, jetzt aber mal ernst. Was ich gerade erzählen wollte, ja, Grüße an dich, Pascal. Oder Wishes, absolut. Immer, damit alle Leute so mehr gemeint ist. Du hast mich trainiert und jetzt kann ich hier ein bisschen was, wie das hier.
Und ja, was ich gerade sagen wollte, wenn dein Partner dem Tode nahe ist, so wie du gerade, kriegt der andere 2 Sekunden lang einen weißen Bildschirm. Das ist gar nicht augenverursachend. Musst du auch noch sehen, den Spaß. So, lass mir gerade ganz kurz gucken, wie geht denn der Running Kick? Ich laufe. Ja, und dann angreifen. Aber Leon macht da was anderes, glaube ich. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Der Zug kommt! Oh. Okay, das war ja echt handelbar. Ja, das ist nicht so schlimm wie bei Resi 5 einige Quicktime-Events. Ich muss sagen, atmosphärisch kannst du das schon bringen. Ja, wenn ich so 2 Spacken hier durchlaufen wie wir gerade, ist das hier in Ordnung. Das stimmt, das ist so einer der besseren Stellen auf jeden Fall. Meine Taschenlampe bringt nichts mehr. Jetzt ist sie wieder da. Vor allem, wie auch man vorhin so das Klingeln auf der Gleise gehört hat oder jetzt so die Schreie aus der Entfernung, das ist schon nach unserem Geschmack. Ja, ja, vor allen Dingen, du siehst einfach, dass sie es können, wenn sie es wollen. Bleib mal da hinten. Wie wir nicht treffen, ey. Bam, Headshot! Hab ich ihn gerade weggeboxt oder hast du ihn weggeschossen? Also ich habe ihn weggeschossen, jetzt hast du ihn weggeschossen. Oh, aus dem Leben gefistet. Das war ein Konter aus Versehen, aber... Aus Versehen sieht trotzdem gut aus. So sahen ungefähr 50% meiner Tode in Resi 3 damals aus. Oh, komm mal, Ratatouille. Du bist schon so ein. Du bist schon so ein mieser Typ, ey. Kisten, Kisten, ich mach euch kaputt. Resi 4 hat mich das gelehrt. Oh, noch mehr Hunde. Wir haben genug Munition, wir können auch dreimal daneben schießen. Ja, das ist allerdings korrekt. Ihhh. Kein Wunder, dass sie hier unten leben, ey. Wenn du übrigens vorgehen möchtest, ne, sag nur Bescheid. Wenn ich was? Wenn du vorgehen möchtest, ich will hier nicht den Rambo machen. Nö, das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich werde das LP es lieber haben, wenn du vorgehst. Bin wieder genau vor ihm aufgetreten, vielen Dank. Oh oh, zukommt. Kann man auch Munition sparen. Hauptsache der Zugführer Dash, also ich tippe ja mal drauf, dass das kein Zug ist, der von einem Zombie gesteuert wird. Hauptsache der fährt irgendwelche Menschen im Tunnel um und macht nicht mal Anstalten anzuhalten. Denkt sich so, ach, typischer Dienstag hier in der U-Bahn-Haltelinie. Wenn er da steht, ist das sein Problem. Wie hieß die Bahnstation früher neben deinem Heimathaus? Darf ich die Informationen leaken? Das hieß, das ist die... Weiß ja keiner, wo du da wohnst oder deine Leute da wohnen. Also es ist die Kanalstraße. Ein typischer Dienstag in der Kölner Kanalstraße. Jawohl, gib ihm! So, ich muss auch mal jetzt mal hier ein bisschen laufen. Um mal ein bisschen... Nein! Das haben wir so nicht abgesprochen! Sexy gedodged. Danke. Boah, ich habe eine Jump-Kick-Rettung gemacht. Sehr gut. Ihr seid mir ein bisschen zu feurig unterwegs, meine Freunde. Da gab's keinen Kopf mehr, den du mitschlagen kannst. Boah, wo kommst du denn her? Boah, der muss echt daneben stehen, ey. Boah, was? Alter, Doppelkick, geil. Boah, was ne Kombo. Ich hoffe, es sah bei dir genauso spektakulär yes. aus. Yes. Okay, da darf ich nicht reinlaufen, habe ich gerade gemerkt. Also wenn du sterben willst, ne? Geh ruhig weiter. Also wenn du was zu heilen hast, hätte ich nichts dagegen. Wir haben meine Tic-Tacs aufgebraucht, ja. Mmm, delicious. Thank you. Du machst das schon, ich glaube an dich. Ich hoffe, du hast die Uhr im Blick, weil ich habe sie heute nicht im Blick. Ich habe nicht gesehen, wo wir angefangen haben. Warte. How's that for timing? Jo. Nice. Das sah richtig gut aus. Hinter uns.
Der hat dich beinahe gesnackt. Der Gauner. Da fahrst du einen rechts von deinen Füßen liegen. Ich kann mich nur wiederholen. Cooler Abschnitt. Absolut. So kann Horror-Koop funktionieren in dem Resi 4-Setting. An die konnte ich mich noch erinnern. Ist auch nur für eine Trophy, also man scheitert da nicht mal was mit frei. Oh, gib mir meine Kugel zurück. Okay, das sieht so aus, als wenn ich wieder einen Tic-Tac schlucken müsste dafür. Das machen wir mal nicht. Jupp. So, hier kam jetzt, glaube ich, eine richtige Horde an. Da sind sie gerade reingespawnt. Ich glaube, das ist so eine 28 Days Later Anlehnung oder so, diese Schatten, ja, die da losrennen. Not my lucky day. Bleibt der Kölner Zug? Mach mal ein bisschen Feuer hier. Das lass mir gerade. Was denn? Mir ist gerade was aufgefallen. Ich erzähl's gleich. Ja. Weißer Bildschirm, es lebe der weiße Bildschirm. Ich würde deinen Tic-Tac schnochen, vielen Dank. Ich merk schon. Ich bin mal gerade ganz kurz aus der Action raus. Thank you. Geh mal da runter von ihr, ey. Die gehört mir. Mir ist gerade aufgefallen, wer Helena spricht. Wer denn? Weil ich einen leichten Shinshan von ihr vernommen habe. Das ist, die Sprecherin, die in jedem zweiten Spiel vorkommt, die auch Rise spricht in Persona 4. Ach krass, stimmt, das recht. Das fiel mir auf, wo sie geschrien hat, weil sonst klingt sie ein bisschen anders. Laura Bailey ist das. Ja. Aber krass, Rise hätte ich ja nicht rausgehört. Hm? Das kam mir, sie hat gerade so ring, ring, ring. Das kennst du irgendwo, das klingt so Shinshanig, hey. Kennst du doch. Krass, nicht schlecht. So, damit haben wir alle erstmal erledigt. Es ist so ruhig. Es ist wirklich vom Sounddesign her super interessant, was sie hier aus dem Leon Arc gerade am Anfang gemacht haben. Genießt es, Freunde. Sobald wir bei Chris sind, habt ihr da 30 Parts lang nicht mehr. Auch bei Leon wird das nicht ewig anhalten. Ja, leider. Ich glaube, spätestens wenn wir bei der Kirche sind, hat sich's ausgeatmosphärt. Ich liebe es, wie wir beide instinktiv zu der optionalen Stelle gehen. Weil wir genau wissen, wo es lang geht. Zelda hat uns einfach trainiert. Da kommt der einfach aus dem Boden. Ich geb dir mal die Ehre. Ich danke dir. Mami, Mami, er ist tot. Und er hat Kugeln liegen lassen. Danke. Thanks. We're not getting that open. I want to have a look around in there. Boost me up on top. Just don't leave me behind. Warte mal, dreh dich mal ein bisschen nach. Ja, ja, nein, 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 nein. Komm mal wieder zurück zu mir. Ja, nein, 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 nein. Jetzt ein bisschen nach. Ja, ja, ja. Wir haben ein Thumbnail, meine Damen und Herren. Okay, jetzt rauf mit dir. Willst du mich wirklich alleine lassen? Wo schmeißt du mich denn hoch? Ich guck gerade auch, hier ist irgendwo ein Das ist der. Bestimmt hier, ey. Ja, hier. Danke, Daddy. Bitte. Ich glaube an dich, du schaffst das. Ja. Wird schon. Ich schaff's gleich. Ich höre nur die Sounds. Was macht ihr da drin? Das ist was ich nur von. Da war so ein Grabsch. Ich dachte, wenn ich jetzt die Tür aufmache, wird er lebendig. Aber er wurde direkt lebendig. Das kenne ich nur von Rule 34. Oh, guck mal! Ich hatte gerade Call of Duty Resident Evil. Schade. I got attacked as soon as I dropped in. Keep your guard up. Da hörst du es, ey. Tücke, tücke, tücke. Oh, Girl, die Schuhe zu dem Oberteil. Ah, oh, ich weiß nicht. Was sagen die Mädels, die hier zugucken? Die Schuhe zu dem Oberteil. Pff. Single Color ist ja eine Sache, aber auf den Schuhen weiß ich nicht. Das
jede Frau, die gerade zugesehen hat, in den Kommentaren. Die Kombi, eklig. Ich find's schön, dass du vorgehst. Danke dir. Guck mal, diese Meth-Junkies. Ist so. Und wer hat schon wieder seinen Billig-Mountain Dew nicht hier ausgetrunken, ey? Brauche ich nicht die Tür allein aufzumachen? Das ist so gruselig. Dun, 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 dun. Es ist ruhig. Zu ruhig. Der schläft doch nur. Es war 2 für 1 in der räudigen Pussy. Wenn du in dem Laden nicht. Boah, was ein Wurf! Diese Wrestling-Moves einfach, ey. Die Kamera schnell. Kurz ein bisschen gepanikt, erstmal 10 Kugeln in die Wand gedrückt, ey. Ist okay, einfach rein und RT, Profi-Modus geschafft. Ist okay, ich habe immer noch 150 Pistolenkugeln. Ich hab auch noch 100, ey. Ja, nur noch 100, du solltest sparen anfangen. Absolut, hör mal, jetzt nur noch RT. Du solltest lieber einen Bausparvertrag abschließen hier in Resident Evil. Das stimmt, oder 2 für einen Kugeldeal. Du stehst doch sowas von auf. Sitzt einfach nur da, hört seine Musik, Leon kommt dran. Bäm! Aua! What? Er hat mir auf die Füße gehauen. Ich dachte, du siehst den. Guckst so gemütlich zu. Ich dachte, kann ich kontern, aber er konnte mich nicht treffen, aber ich konnte nicht kontern. Ah, okay. Das machst du sehr gut. Bist du ein Gegner, ne? Oh, man kann einen Stealth-Angriff machen, wenn die einen nicht bemerken. Cool. Das ist nach meinem Geschmack. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ja, wenn die so teilnahmslos in der Gegend rumstehen und dich nicht bemerken, kannst du von hinten rangehen und musst du auch mal probieren. Welchen Button musst du drücken, RT? Na, ganz normal die Melee-Attacke. Und ich glaube, wenn du ein Messer hast, macht er auch nochmal was anderes. Ah, cool. Ich hab ja leider keins. Ich hab nur eine Shotgun. Ah, traurig. It's so sad. So, was haben wir denn hier für schöne Pösterchen? Während meine Assistentin hier sämtliche Einrichtungen demoliert. Style is our middle name. Wayne Comfort. Chris, da ist kein Mittelname. Der heißt nicht Wayne Style Comfort. Lügner alle. Schön. So, ich werde jetzt hier unbemerkt eine Bombe vor die Tür legen. Mach das, währenddessen überlege ich mir, ob ich es einfach Otto überlasse, das hier durchzuspielen. Boah, schreck mich doch nicht so ein Spiel. Hey! Hey! I need you to open this door! Hurry! I have to save Peter! Please! Oh no, Peter! Du läufst in die Bombe rein! Nicht in die Bombe reinlaufen! Mahlzeit. Ih, ihr könnt ja spucken, das ist ja eklig. Ich habe ein Geschenk für euch. Damn, boy! Sexy. Wichtig, liebe Kinder, wenn ihr eine Zombie-Apokalypse habt, immer aus sicherer Entfernung arbeiten und den Chris eurer Wahl vorlaufen lassen. Den hole ich mir, der steht hier nicht so hinter der Ecke, einfach nur so. Vergiss es, Freundchen. So nicht. Hinter der Ecke stehen ist mein Ding.
Kannst du übrigens hinter der Ecke, hinter Sachen, ne, in Deckung gehen. Für, wichtig für andere Kampagnen später. Mit welchem... Mit der Zielentaste. Ah, wie denn her? I got you, fam. Ihr denn auf einmal her, ihr kleinen Schleicher? Da ist noch einer hinter dir. Warte, ich spende dir auch mal eine Runde. Komm her. Mit Pfefferminzgeschmack. Richtig. Die habe ich von Otto. Terror, let's go. Irgendwas, was ich gerade sagen wollte, wo die Frau gerade aus dem Zug kam. Ihr müsst die retten. Und Helena nur so, oh, so kommen wir nie zur Kathedrale. Helena wird einfach alle sterben lassen. Ist so. Können wir denn in den Zug eigentlich rein? Nee, schade. Was wir auf jeden Fall können, von dieser nervenzerfetzenden Musik weggehen, ey. Ja, absolut. Das ist viel zu dramatisch, ey. Oh, mach einen Stealth-Kill von hinten. Ich will's sehen bei dir. Du kriegst einen Button-Prompt. Okay, ist ein Wrestling-Move wieder. Ich glaube, wenn du das Messer in der Hand hast, macht der Kehle aufschlitzt, oder? Das testen wir beim nächsten Mal. Good, you made it. You can reach the street level from there. What are conditions like up there? It's gotten pretty bad. Hell on Earth isn't much of a stretch. Hör mal, locker flockig, 20 Minuten für Dinge im Untergrund, easy. Ja, jetzt wird's ein bisschen feuriger. Was? Wegen den Ölfässern hier? Bei den Feuerwehrmännern kann man, glaube ich, auf den Rücken den schießen und explodieren die. Muss aber nicht. Ja, ich habe ihn nur gerade direkt frontal vor mir. Wo ist meine Taschenlampe, also, wenn ich sie brauche, ja? Du bist der Master of Disaster, wir müssen hier nicht alles killen, aber ich richte mich ganz nach dir. Ja, bisschen, BÄM! In das Auto rein, geil. Dann mach ich doch mit. Satisfying. Gut, wir können mal ja mal zärtlich nach vorne gehen. Eine Resi-4-Requisite. Das ist ja ekelhaft. Lass meinen Lieblings-Benny in Ruhe! Okay, dann ess halt weiter. Hast du gesehen, die Fässer? Ja, ja, hier, das ist mega cool. Nice. Hello, Sir. Aber erst nachdem ich mir den Leiter ein bisschen angeschaut habe. So viel dazu, vielen Dank. Oh. Michael Bay has entered the chat. Absolut. Nice, mit der Axt. Komm mal mit, Junge. Ja, ich versuche gerade hier rauszukommen. Du willst ja nur einen Tic-Tac schnurren. Delicious. Appreciate it. Komm mal mit hier. Ich bin unterwegs. Wir haben nur am Party-Modus. Ey, ich wollte hier irgendwie rauskommen. Überall waren Zombies. Bye, ich bin aber oben. Tschüss. Freunde, was raved ihr denn da unten? Dann mach ich ja immer richtig Feuer unterm Hintern. Viel Spaß damit. Ich bin gleich da, mach dir keine Sorgen.
Ich konnte nicht die Skillpoints liegen lassen, die du da freigeboxt hast. Du verpasst den Barbecue des Jahrhunderts. Okay, das war unnötige Dramaturgie. Gucken, ob du besser springen kannst. Ja. Ich hatte auch nicht die Anfangs-Cutscene. LOL. Nice. Stimmt, man kann teilweise auch Leute von Geländern runterwerfen und so, je nachdem, wo sie stehen. Das ist wirklich ganz cool. Das finde ich auch. Also dieses Melee-System gefällt mir auch sehr gut. Passt auch gut ins Action-Gameplay rein. Nicht so wie andere Sachen. Das stimmt allerdings. Das sind ja nicht mal heiße Reifen. Ja. Da hat kurz so aus, als ob du mich treten würdest. Ich musste dich da ja irgendwie rausholen. Ja, ja. Guck mal, hier ist ein. Ne, das sah aus wie ein Umbrella-Symbol gerade ganz kurz. Hm. Das wird eine teure Wasserrechnung diesen Monat. Ah, beautiful. Wie einfach wieder Man of Steel aufsteht und meine Tritte ihm einfach nichts anhaben. Ja, ja. 20 Sekunden Unverwundbarkeit erstmal. Nein, CJ! Grove Street! Hauptsache, wir spielen jetzt schon eine ganze Weile und ich habe mir ein einziges grünes Kraut gefunden, oder? Ich habe noch zwei im Inventar, aber ich warte auf ein rotes oder so. Ich hab ein grünes Kraut noch im Inventar, aber glaubst du, ich finde mal ein anderes? Ich finde nur diese komischen Schachfiguren. Ich will Leben nicht Schach spielen. Kaufen uns später Skills, Junge, Skills. Skills, Junge. Ich spiele wieder... Weil die haben wir ja nicht. Resident Evil können wir nicht. Nee, stimmt. Ich brauche fünffache Munition. Boah, die... Ja, Mann, wirf's einfach irgendwo hin. Ist egal. Das war gerade so ein Beispiel für eine Bullshit-Stelle. Der Schuss kam einfach von hinten im Kugelhagel. Ja. Aber das wird noch krasser mit so einem Sachen. Oh. Okay. Sehe ich ähnlich. Wow! Das hat mich gerade legit überrascht. Ja, yeah, man kann auch wirklich getroffen werden, wenn man zu schnell läuft. Ich habe da nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Zeit mal ein bisschen auszuruhen aus dem ganzen Chaos jetzt hier wieder. Lass mal reingehen. Ob die Zombies hören wir schon noch kommen gerade? Hi, willst du mit rein? Es wäre sicherer, wenn du as much as possible. Maybe we can even catch our breath. Maybe we can. Maybe we can even play a Resident Evil inside here. Hast du gesehen? Da wollte ein Zombie doch mit rein. Ja, ja, du wurde von der Ladezone weggeklitscht. Voll geil. Oh, eine Runde Poolbillard. Erinnerst du dich, dass wir unsere Hasselröder Männercamp-Stelle? Stimmt, nur dass die Kugeln da schärfer aufgelöst waren als hier. Hallo? Ich meine, das Spiel ist 10 Jahre jünger als, älter als das hier, aber man kann nicht so viel erwarten. Guck mal, du hast Kugel 1, Kugel 2, Kugel 3, Kugel Müllhaufen, alles da. Ja, das hätte die PlayStation 1 so auch rendern können. Ja, ist so. Aber hey, war nur die PlayStation 3, die konnte nichts. Ist okay. So bin ich auch, wenn ich mir abends die zweite Pizza reinpfeife und dann merke, es ist zu viel gewesen. Dann sitze ich auch genauso destroyed vor dem Kühlschrank. Kisten als Anlehnung an ein besseres Spiel. Das sieht nicht aus wie Ketchup unter seinem Allerwertesten. Wer weiß. Vielleicht mag er auch gerne rote Beete, hast du dir das mal überlegt? Vielleicht hat er einen rote Beete-Fetisch?
Rote Bitte, Craze, erstmal richtig eskalieren. Glaub mal, wenn du wüsstest, was es alles für Fetische gibt, ey. Es gibt alle. Das heißt, ja, Reichwein? Wir sind einen Buchstaben davon entfernt, dass das ein 18er-Video wird. Ey, die Kinder von heute, die sind 11 Jahre alt und spielen 18er-Resis. Also ich meine im Grunde wie wir damals, aber hält sich eh keiner dran, ey. Lass meine Helena in Ruhe! Da war so meine Cousine hier zu Besuch, die ist, ach Cousine, meine Nichte, mhm. Die ist 10 oder 11, wo die hier war. Ja. Ich spiele so DBD, sie kommt rein, ach, Dead by Daylight, ich guck sie. Das ist krass, ey. Die, das ist halt die YouTube-Generation, ne? Noch krasser als wir, die kennen alles schon. Ja, das stimmt. Also so krass, ey. Ist ja auch alles. Ja, Resident Evil und Dead by Daylight habe ich auch zu Hause. Ich so, okay. Damals mussten wir noch kämpfen, mit 14, 18 das Spiel zu kriegen. Oh, da liegt eine Knarre. Oh. Da kann ich noch, dann kann ich wie Zorro eine Knarre in der linken Hand, eine Knarre in der rechten und eine im Mund. Siehst du, wie hochauflösend diese Figur ist? Wie viel Besser finde ich, dass er sich nicht bewegt hat, nur seinen Mund. Ja, ja. Wie viele Bilder willst du in deiner TV-Animation? 2. Wo ist ja eigentlich die PS4 versteckt? Kann mir das mal einer erzählen? Also ich habe auf jeden Fall den Spermafleck gefunden. Ist das hier die Exposition-Familie? Yes. Ich merk das schon. Wer stellt sich so ein Ding dann hier rein und füllt das noch nicht mal mit irgendwas? Wahnsinn. Okay, du kannst ja kuscheln, ich weck die mal auf. Was haben die hier zu dritt gemacht? Oder komm mal mit, bevor wir die aufwecken. Nimm nicht den Schlüssel. Du willst jetzt die Knarre holen, ne? Jupp. Das klingt sehr vernünftig. It's locked. Oh, okay, nee, wir müssen erst. Kannst wieder kuscheln gehen. Yes! Ja, kann ich nicht schon hier ein, zwei davon umlegen? Brauchst du dem Spiel zu so realistisch zu sein? Probier's mal. Oh doch, es geht. Ist aber die Frage, ob wir dann an die Items rankommen. Ha. Du hast auch wieder recht. Gimme, 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 gimme! Madam, ihr Nagel klippt durch das Sofa. Das würde mich als Sohn auch sauer machen, wenn die das einfach vor irgendwelchen Fremden anfangen. Guck dir das an. Ja. So ungeziem vor Fremden, da würde ich als Sohn auch ausflippen. Wie du ihn auf die Schulter getreten hast und er daran gestorben ist, ne? Ey, Schulter kann echt wehtun. Ich möchte meine dritte Zorro-Knarre jetzt haben. Ey, das hättest du sehen müssen. Genau wo die Tür geöffnet hat, ist er auf einmal wie auf Zack losgesprungen, so als, oh, jetzt bin ich wach. Geh weg von mir, ich habe keine Tic-Tacs mehr. Und du auch nicht, wie ich sehe. Doch, aber ich will nicht auf Null sein. Ich belebe dich einfach wieder. Das ist kein Problem, mein Bildschirm leuchtet nur rot, als wenn ich mein Gesicht in die Tomatensauce gesteckt hätte. Nee, meine Shotgun ist viel cooler. Kannst du auch nehmen, ne? Gibt's eine Möglichkeit? Oder, ach, du hast die jetzt automatisch schon, ja. Ne? Sehr gut. Okay. Aber ich habe nur 8 Kugeln. Das gefällt mir mal so gar nicht. Das ist die benutze ich aber nicht, daher werde ich die da nicht die Munition. Ach, ich kann die Munition eh nicht wegnehmen. Ich habe eine andere Shotgun. Aber ich kann Munition für dich sammeln. Ich habe gerade welche für dich gesammelt. Warte. Schmeiß dir mal was rüber. Für die Shotgun? Ich schmeiß mal Munition rüber. Geht das gar nicht in dem Modus, den wir spielen? Oh. Krass. Nee, du kannst sie nur in den Müll werfen. Ja, ja. Wo ich mit Wishes am einem Fernseher gespielt habe, da hat ja jeder seine Munition gefunden und die weggenommen vom anderen. Und da konntest du auch rüberschieben. Musst du, glaube ich, auch. Schade. Ja, mal, wie lange schmeckst du denn hier noch ein bisschen deine Eingeweide? Was ist da los? Ich
nails on a chalkboard. Shit. Hier waren einfach vier Stück, ey. Ich komm zu dir. Ich bin gleich bei dir. Shit. Okay, wir sollten am besten zusammenlaufen. Ja. Ich wollte den Schreier töten und der ist immer weitergelaufen und bin um die anderen rumgelaufen und hab vergessen, dass so etwas passieren könnte. Wie er in die Kamera guckt, wie so ein kecker Typ, ey. So. Müsst ihr nochmal machen jetzt? Spasti, der Typ, ey. Oh, bitte lass mich die Katze hinwegdrücken können. Never. Gott sei Dank. Oh, ich habe wieder volle Leben. Wir sollten öfter sterben. Dual Wielding! Ja, das ist so die Krux. Sobald du stirbst, hast du volles Leben. Daher lohnt es sich teilweise einfach mal zu sterben. Rein in den Sack. Pass auf, hinter dir. Wie, ist der immer noch nicht tot? Oder weil wir direkt neben dem standen? Nee, wenn der stirbt, dann schreit der nochmal so. Was ein Sackgesicht, der Typ. Sollen wir den Rest töten für die sweet, sweet Benefits oder gehen wir weiter? Ja, den hier unten können wir erkennen. Ja. Wieder, der hängt da oben, ey. Wow, wo kommst du denn her? Gotta go! Boah, ich finde deine ganze Shotgun-Munition für die Anschlucker nicht benutzen will. Nee, ist nur unendlich, glaube ich. Ja, vor allen Dingen droppen die auch. Nee, droppen nichts mehr. Nee, lass gehen. Wir werden gleich kurz getrennt. Halte durch. Ich glaube, wir müssen es hier unten einmal aktivieren vorher, ne? Nee, du musst mich hier rüberschmeißen hier oben. Oder. Genau. Ich komme! Helena, up and over. Ich muss jetzt überleben, bis ich da unten das Türchen aufgemacht habe. Du weißt, dass dieser Plan Fehler hat. Du kannst jederzeit runterspringen, aber unten sind auch viele. Du musst aufpassen. Nix da. Wenn ich eins von Resi 4 kann, dann ist es oben etwas. Oben etwas überleben. Hauptsache die Frau pusht den tonnenschweren Container. Was ist das? Schwingen des Todes. Hi, nicht hinfallen, Nummer. Ich weiß, Treppe ist schwer. Aber da liegt noch Munition. Warte noch. Die gehört mir. Okay, die gehört nicht mir. Bis dann, Freunde. Moin. Nice! Ich will eine Teilnehmer-Trophäe, ich bin auch dabei! Ihr Sackgesicht, da muss meine Munition! Boah, das hat sich ja richtig gelohnt. Wie lange dauert es denn noch, bis wir eine andere Schrotflinte kriegen? Also, ich habe eine andere. Ah, ich hasse euch. Okay. Wieso magst du die nicht? Doch, aber ich war mal überlegen, ob ich die Kugeln jetzt reinlade. Aber habe ich jetzt einfach gemacht. Guck mal, unter mir liegt jetzt keine Munition, ne? Nein. Okay. Nee, jede andere Shotgun hat auch, glaube ich, eine andere Munition meistens. Ah. Also, selbst wenn du noch eine kriegst, musst du schauen. Also du musst nicht unbedingt sparen. Aber ich würde sagen, krass. Hier ist ein guter Zeitpunkt, um mal einen kleinen Cut zu machen. Ja. Und während du uns jetzt mal gerade einen ganz leckeren Cocktail mit Senf und Tomatensaft, auch genannt Ketchup, machst. Good job. Thanks. Nice. Glad you're here. Thanks. Good job. Good work. Wir haben leider nur Milchshake.
Ja, lecker. Okay, nachdem wir uns jetzt kurz einen Senfmilchshake gleich gönnen, um ein bisschen hier wieder... Okay, meine Buckybrenn ist gerade gestorben, nachdem ich mir gleich selber einen Drink gemacht habe, sehen wir uns in Part 4 wieder. Und hoffentlich sterben wir weniger. Aber guckt mal nach draußen, das Wetter sieht stürmisch aus. Wir sehen uns nächste Woche. Warte mal, guck mal, das Wetter ist auf meinem Oberteil. Warte, dreh dich ein bisschen weiter nach rechts. Ja, weiter. Perfekt. Muss der Andi ein bisschen aufheiter. Für nächste Woche stehen die Aussichten gut, Freunde. Hau da rein. Ciao. Ciao.